Unter dem roten Mond von Doom, tief im Innern des schwarzen Berges von Wilding, haust der Dämon des Bösen. Zordrak, Herr der Albträume. Der mit seinen finsteren Plänen den guten Traummacher bekämpft, damit die Albträume die Nacht beherrschen. Jenseits von Wilding im Wald der Wutz bewacht Pildit das Land der Träume. Hier leben die Noobs. Gemeinsam mit dem Traummacher und seinem Wachhundfisch senden sie allabendlich Träume in alle Welt. Dabei hilft ihnen das kostbarste und mächtigste im Land, der Traumstein. Aber Zordrak lebt nicht allein im Land der Albträume. Er wird bewacht und beschützt von seinen tollkühnen, kampferprobten und ihm blind ergebenen Kriegern, den Upnis. Die Noobs sind ein freundliches und fleißiges Volk. Sie arbeiten hart. Und wenn sie nachts schlafen, genießen sie die schönen Träume, die ihnen der Traummacher schickt. Besonders dieser Noob. Ich träume jede Nacht, mich selbst weit von hier fort. Und fliege mit dem Traum an einen Zauberort. Die Welt der Fantasie, der Träume, die ist mein und lädt mich in. Das Reich der Wunder ein. Schöner als ein Traum, schweben durch den Raum der Illusionen, dorthin, wo Träume wohnen, ins Land der Fantasie. Weiter als der Mond, fliegen durch die Zeit in ein Geheimnis. Wunder kann man erleben in einem schönen Traum. Durch den Raum der Illusionen, dorthin, wo Träume wohnen, ins Reich der Fantasie. Weiter als der Mond, fliegen in die Zeit in ein Geheimnis. Wunder kann man erleben in einem schönen Traum.